Anmelden oder Erstellen eines HP Smart-Kontos unter Windows nicht möglich. In diesem Video erfahren Sie, was Sie tun können, wenn Sie sich bei Ihrem HP Smart-Konto anmelden möchten und im Webbrowser die Aufforderung HP Smart öffnen angezeigt wird oder die Anmeldung vollständig fehlschlägt. Die beiden gängigen Lösungen für dieses Problem bestehen darin, die Eingabeaufforderung zum Öffnen der HP Smart App zu aktivieren oder HP Easy Start als Workaround zu verwenden. Um die Eingabeaufforderung zu aktivieren, öffnen Sie die HP Smart App und melden Sie sich dann erneut bei Ihrem HP Smart Konto an. Wenn die Aufforderung HP Smart öffnen angezeigt wird, aktivieren Sie die Option Immer zulassen, um zukünftige Eingabeaufforderungen zu verhindern. Klicken Sie dann auf Öffnen oder HP Smart öffnen. Wenn Sie Abbrechen wählen, schlägt die Anmeldung fehl. Wenn keine Eingabeaufforderung angezeigt wird und das Anmeldeproblem weiterhin besteht, können Sie HP Easy Start als Workaround verwenden. Sie können HP Easy Start unter 123.hp.com/setup herunterladen. Öffnen Sie HP Easy Start, folgen Sie den Anweisungen und wählen Sie dann komplette Software und Treiber aus. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, kann Ihr Drucker verwendet werden.